So, guten Tag, Tobi. Hallo. Hallo, wir spielen eine neue Runde Heroes of the Storm. Es gibt wieder neue Helden, deswegen muss ich jetzt erstmal hier von meinem Rainer weg. Den gibt's nämlich nicht mehr. Du hast dich für den Pandan schon entschieden, oder? Ich habe mich schon entschieden, ja. Ich habe hier noch so eine Quest, dass ich mit einem Krieger spielen muss. Sonja sieht irgendwie scheiße aus und deswegen habe ich gedacht, spiele ich den Chen. Okay, dann nimmst du den Pandaren. Es wäre ja eigentlich cool, wenn du einen Nahkämpfer nimmst und ich einen Fernkämpfer. Wen habe ich denn hier? Dann gibt es dann den Malfurion. So ein Druidenkerl, oder? Ja, der kann heilen. Das ist vielleicht gar nicht so blöd. Okay, ob du dich... Ah, der Schwierigkeitsgrad leicht. Das hört sich doch noch was für mich an. Aber also ich behalte ihn mal im Auge. Hört sich schon mal gut an. Dann hier Sonja, Nahkampf, Krieger. Macht wahrscheinlich keinen Sinn, zwei Krieger in einer Lane zu haben. Oder? Eher nicht, denke ich. Eher nicht. Okay, dann haben wir hier die Baller. Die ist bei mir jetzt auch frei. Die Assassine. Wäre auch ein Fernkämpfer und leicht. Oder den Uther. Ach, der Uther, der ist ja sogar Unterstützer, weil er auch heilen kann, ne? Ja, den habe ich mal gespielt, aber den fand ich nicht so toll. Also Malfurion fand ich besser. Also hast du einfacher. Malfurion hast du schon getestet. Den habe ich schon getestet. Heilt Verbündete und stellt ihre Mana wieder her, kann aus der Entfernung Gegner aufdecken und bewegungsunfähig machen. Komm, dann nehmen wir den Malfurion. Möge Elun uns Stärke gewähren. Und dann machen wir Malfurion und der Panda. Ich meine, wir machen ja auch nur Koop erstmal. Da sollte das ja nochmal möglich sein. Also wir bleiben erstmal bei Koop, ja. Ja, das ist nicht so verkehrt. Für mein Skill-Level auf jeden Fall. Ja. Ja, dann legen wir los, würde ich sagen. Ja, legen los. Da ist doch Ute dabei, guck's da an. Ja, bei mir fehlt zum Beispiel links neben mir, den sehe ich jetzt. Ach, der hat noch keinen gewählt, oder? Nö, nee, links neben mir fehlt auch einer. Achso, stimmt, du bist ja bei dir in der Mitte und ich bin bei mir in der Mitte. Ja, dieser Ishizama. Ah, jetzt, voilà. Das heißt, alle haben die vorgefertigten Viecher außer der Panzer ganz rechts. Der ist gekauft wahrscheinlich dann, oder? Der ist, glaube ich, auch in der Heldenrotation drin. Ich konnte den nämlich auswählen. Ich glaube, ab Level 10 oder sowas kriegt man einen mehr, den man auswählen kann. So. Ich glaube, dann ist der Panzer dabei. Der ist halt auch extrem lustig, dass es halt den Panzer gibt. Fahrcharaktere finde ich ja dann doch schon ganz gut. Vor allem, weil der auch in den Belagerungsmodus wechseln kann. Ja, also, klar. Ne? Ganz klassisch halt. Muss er halt, ne? Wäre auch bitter, wenn... Also das Einzige, was diese StarCraft-Einheit ausmacht, ist ja eigentlich der Belagerungsmodus. Und wäre schade, wenn die das nicht könnte. Das ist richtig. Die Map habe ich jetzt sogar mal gespielt. Habe ich das mit dir oder war ich das alleine? Haben wir das mit den Tempeln letztes Mal gespielt? Nee, das letzte Mal hatten wir das mit den Drachen. Als ich mit dir gespielt habe. Aber ich glaube, wir haben nur eine Runde gespielt, oder? Ja, nee, dann... Dann war das eine von meinen Runden, die ich alleine gespielt habe. Ich muss ja schon mal sagen, ich finde die Ladezeiten irgendwie ein bisschen hoch. Oder wie viel fehlst du dabei? Ja, die ersten 50% gehen immer ganz schnell, dann bei 50% lädt er, glaubt das ganze Spiel. Ja, aber ich bin jetzt um dann die Ladebalken am Ende aufzufüllen. Also ich bin jetzt zum Beispiel noch gar nicht bei 50%. Ja, es sind 45 oder sowas. Ach so, ja, weil das dauert bei mir ewig. Bis eben hat er sich bei mir noch bewegt. So, jetzt scheint er fertig zu sein. Bei mir rusht der Balken nämlich jetzt bis zum Ende. Ja, jetzt habe ich auch. Drei Viertel ist ja schon interessant, wie man den Ladebalken einfach so gucken kann. Jetzt ist bei mir voll. Ist nämlich nicht so, dass der Ladebalken prozentual das Ganze anzeigen würde. Nein, nein. Ich glaube, das hat bisher noch niemand geschafft. Ist ja bei Windows schon nicht so. Es ist nirgendwo so. Macht euch bereit, meine Herren! Jetzt steuern wir, bis nichts mehr übrig bleibt! Nebenbei. Komm, dann mach ich mal hier. Mondbrand. Ist zurückgekehrt. Welch ein Mann soll geschehen! Und Leute kaputt machen. Und welche Lane nehmen wir? Soweit bin ich noch nicht. Oben, oder? Der Tempel öffnet seine Tore in 10 Sekunden. Also, ich kann hier nachwachsen. 5, 4, 3, 2, 1.
Feuer. Möge die Schlacht beginnen. Für Kalimdor. Ein Held hat meinen Rat befolgt und ist geflohen. Das sollte ich dann verstehen. Also du haust dann immer drauf. Ich glaube, ich kann mich auch ein bisschen heilen, wenn ich das richtig gesehen habe. Also wenn wir uns hier reinstellen, sind wir unsichtbar? Ja, wenn du dieses Auge da über deinem Charakter hast. Verstehe, wir sind ja voll die Hacker. Da kommt doch zwei. Tassa da und... Boah, von wegen unsichtbar. Nein. Ich glaube, ich hab dich schon geheilt. Das macht wieder wach. Ich muss wieder rein ins Gefühl. Warum ist denn Kerrigan so verdammt stark? Ja, weil Kerrigan ein Held ist zurückgekehrt. Welch ein Narr. Oh, das fühlt sich gut an. Ich versuche mich hier die ganze Zeit zu heilen. Da habe ich... ich hab keine Mana. Astero Danador. Fühlt sich gut an. Ich werde mal nachdenken. Schaden. Das war's wieder. Mein Mana geht zur Neige. Astero Danador. Oh, ja. Wir müssen auch zu dem Tempel. Ist der Tempel, wo wir jetzt gut tauchen müssen. Wie die Natur gewinnt. Das ist komplett außerhalb des Mana. Hast du dich schon? Ja, das haben wir gerade nicht besonders gut hier an dem Tempel. Mann! Oh, das kann ich nicht. Mein Mana. 5% live komme ich auch nicht rein. Astero Danador. Ja, warte, ich bin kurz. Ja, ich hab gar kein Mana, stell ich fest. Ich muss mir so ein Bier reinziehen, wenn ich wieder Mana brauche. Finde ich nicht ganz korrekt. Wie die Natur gebietet. Ich meine, ich kann halt auch. Das macht wieder was. Entscheide dich für ein Talent. Ja, gut, jetzt haben wir eh da oben gefailt. So soll es geschehen. Ah, anstatt einwurzeln, der Einsatz von Wurzeln, der schafft einen Tron. Das macht wieder wach. Ja, komm, ich mach mal hier einen Tron für dich ein. Einwurzel. Eieiei. Müsste eigentlich schon wieder regenerieren. Das Licht verblasst in meinem Ich danke auch. Sollst du vielleicht auch mal machen für Mana? Ja, man kann sich ja rückteleportieren, das muss ich mir auch noch so ganz. Das ist ja eigentlich ziemlich zeitsparend. Ist. Mana ist meiner Figur ja recht. Ja, wir spielen ja auch nur gegen den Computer. Fällt mir gerade ein. Und das nicht besonders gut. So soll es geschehen. Wir kriegen ja schon auf den Sack. Ich bin sofort da. Die Wildnis. Aua. Dieses Land und ich sind eins. Was sind tot? Wähle ein Talent. Ich danke euch. Ja, 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 ja. Wenn wir einen von denen hier wohl mal wieder kriegen.
Wo ist Kerrigan jetzt? Oh, es hat den Schild. Ach, das fühlt sich gut an. Astero Danado. Das macht wieder wach. Wenn wir hier nicht weiterkommen, wollen wir uns nicht einfach mal so ein Pro ist, haben wir jetzt verandert. Muss dann mal so ein Söldnerlager einfach holen. Ja, dann teleportiere ich mich mal zurück. Was hier? Für die Mana auf. Kommen dann sofort. Die Wildnis ruft. Ja. So ein Heils. Wir sollten diese Söldnerlager finden. Kein Freu, das finde ich aber auch. Kein Zeit. Ich kann jetzt das nicht mal einen wieder wach. Warum? Das ist geil. Lieber noch nicht auf so einen Kampf mit den Türmen einlassen. Ja, dann schon. Aber da steht dieser blöde Panzer in Stellung. Zu den Waffen! Ich danke. Was die Natur ist da oben keine Munition mehr. Sie in meiner ganzen Herrlichkeit erstrahlen. Oh. Ich bin reingesprungen. Das ist eigentlich so klug. Ah, jetzt komm ich da raus. Guck mal, wie ich das einnehmen kann. Ja, ist er schon. Ah, ist schon frei. Im Tempo. Ja, weil gleich so Edgar dich angreift. Ein gegnerisches Vorgehen. Szenarios Namen. Komm mal, wie nehmen den Tempel nicht ein? Das ist eigentlich die Hauptsache. Du kannst den Panzer ein bisschen ablenken, dann hole ich mir den Tempel. Ich kann sogar. Ihre Force selbst zu verändern. Wähle ein Talent. Ich komme sofort wieder zu dir. Ich bin auf dem Weg. Schnappen wir uns dieses Söldnerlager! Oh, das fühlt sich gut an! So schlecht sieht es für unser Team jetzt gar nicht aus. Soll geschickt. Ich danke. Also nicht, dass es unser Verdienst ist, aber. Die Magie meiner Tempel versiegt.
Geht und führt euren erbärmlichen Kampf. Panzerfahrer ist einfach so stark. So soll es geschehen. Ich danke euch. Das schafft man doch erst langsam. Ich kann dich ja immer wieder heilen. Ich kann dich ja auch mal anregen. Das war euer Vor. Wie das die Natur gebietet. Wir können uns dieses Lager davon noch holen. Anu Dora. Was ein anderes tut. Oh, das fühlt sich gut an. Damit du einen gelben Balken vollkriegst. Genau. Der ist dafür relativ schnell immer aufgebraucht. Ganz gut, ich glaube. Keine Ahnung, wie da hat mich. Was hat er denn da? Ja, keine Folge mit meinem Passwort. Hey! Vielleicht weg. Das mach ich wieder wach. Nee, Shen gefällt mir nicht so. Okay. Wer ist meiner jetzt schon wieder? Für Kalibur. Wollen wir einen Tempel holen? Ja, komm. Na, oder wir machen erst den Tempel. Das mach ich wieder wach. Dann schießt der Tempel nämlich direkt. Dann schießt der Tempel nämlich direkt auf das Hauptgebäude. Das ist dann nicht viel zu einfach. Ach, zu einfach, zu einfach. Die Wildnis ruft. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle, dann belebt automatisch diesen Kerl da, gell? Ja. Im Prinzip kannst du den auch in diesem Kreis so ein bisschen durch die Gegend kiten. Eine Festung wurde zerstört. Ich will zwangsläufig besiegen, du musst nur in diesem Kreis stehen bleiben. Irgendetwas stimmt. Kommt halt immer mehr Kerle. Es soll geschehen. Das ist gut. Ja, weil der Tempel jetzt fertig ist. Meiner Tempel versiegt. Stärker als ich dachte. Wir haben nur 25%. Wie die Natur gebietet. Söldnerlage einnehmen. Dieses mit dem Fass durch die Gegend rollen ist auch mehr lächerlich, als das was bringt. Was heißt das? Wenn ich achso, wenn ich V drücke. Siehst du das auch? Ja. Für Kalimdor. Ich blase zum Rückzug.
Ich würde eigentlich B drücken, aber. Was gibt's hier zu lachen? Was macht B? Ja, B ist Heimanstein da. Ruhestein. Achso. Hearthstone. Reizung muss den nächsten Tempel holen. Ist dann nämlich top, wo ich bin. Wie schlecht ich bin. 0 Kills, 3 Tode. Schon bald werden sie in meiner ganzen Herrschaft. Ich bin immerhin bei 1 Kill, 0 Tode. Und Sergeant Hammer und Uta sind bei 13 zu 2. Falsch. Gar nicht schlecht. Ausgezeichnete Arbeit. Eine sehr gute Kaiserin. Ich bin auch viel schwerer. In Szenarios nach. Gut. Und jetzt noch die andere. Ist nur schon wieder hin. Ich bin mit dem Fass durch hier gegen gerollt. Ich wollte dich doch heilen. Ah, auch dann. So soll es geschehen. Ah, das ist wieder schnell besser. Und egal, das muss ich zugeben. Ah, geht das? Ja, wirklich grandios. So, jetzt habe ich tatsächlich noch 4 Kills in der letzten Minute gemacht. Wie viel? 4. Echt? Ja. Dabei habe ich da drauf geschossen, auf die ganze Zeit. Ja, das ist, ich glaube, das zählt, wenn du mitwirkst an dem Kill, dann kriegst du da schon Punkte. Okay. Wo sehe ich denn jetzt, wie viel ich gekillt habe? Statistiken wahrscheinlich. Richtig. Oh, ich habe 4 Kills. Kann man ja mal nichts sagen. Und jetzt habe ich hier irgendwas heroisches Talent. Schalte die zweite heroische Fähigkeit des Helden frei. Habe ich jetzt gemacht. Okay. Also ich wäre für noch eine Runde. Ah, du nimmst jetzt ernsthaft den Panzer. Ich glaube, ich nehme mal den Panzer. Ah ja, dann. Jetzt mir das nochmal so, ich kann nicht. Da haben wir zwar zwei Fernkämpfer, aber da laufen wir. Also ich werde wahrscheinlich eh wieder mit diesen Bäumen arbeiten. Das hat mir ganz gut gefallen mit den Trans. Treans heißen die, glaube ich. Treans, das sag ich ja. Möge Elun uns Stärke gewähren. Guck mal doch mal, was passiert. Ich will ja auch mal so ein bisschen reinbringen. Barbarin. Ich glaube, die Map kenne ich jetzt noch nicht. Kämpfe gegen die Unkrautler. Wird einem aber zum Glück immer am Anfang der Runde wird einem ja immer erklärt, was man machen muss. Ja. Was man machen muss. Ja. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich die nächste Folge auch nicht mehr in 60 Frames aufnehmen, weil ich glaube, das lohnt sich bei dem Spiel eigentlich gar nicht. Du siehst, glaube ich, auch so genug. Also trotzdem Full HD, aber nicht 60 Frames oder ja, was? Ja, ich glaube, davon hast du nichts. Da sind nicht genug schnelle Bewegungen drin, glaube ich jetzt mal. Ich werde es mal testen, aber ich glaube, davon hat keiner was. Also der Mehrwert ist da bei einem Counter-Strike oder sowas höher als jetzt hier wahrscheinlich. Aber mal gucken. Jetzt guck ich erstmal, was die Map kann. So, das ist schon eine Weile her, dass ich den gespielt habe. Ah, Helden. Werde Zeuge, wie mein Garten zum Leben erwacht. Nachts verwandeln wir uns und der Garten der Ängste erblüht.
Töte die hirnlosen Unkraut! Wo bist du eigentlich gerade? Nehmt ihre Samen! Im Mini. Sobald ihr genug habt, verleihe ich euch die Macht der Natur. Die Tür schon aufgegangen. Breitet meine Verseuchung aus! Die Sporenkönigin fallen! Ich stelle mich jetzt mit dem Panzer in unserem Gebüsch. Sehr nett, das ist schwarz hier. So, jetzt geht's los. Ich bin oben lang gegangen. Du bist oben lang gegangen. Ah ja, okay. Dann reite ich da doch mal. Wir brauchen Malfurion und einen Anubarak. Dieses Land und ich sind eins. Bin ich denn nicht? Wie die Natur gebietet. Helden, schon bald ist es Nacht. Ich hoffe, ihr seid bereit. Heilt mich auf jeden Fall nicht. Dann noch mal einer zurück. Ich kann ja noch. Tötet die Helden. Also da muss ich ja mal gucken, wenn der so steht, weiter kann ich eigentlich nicht schießen. Ja, steht es auf dem Boden. Achso, ist es. Die Unkrautler erheben sich! Erschlagt sie und sammelt ihre Samen! Ein Kampf auf dem Boden. Nicht auf eine Person. Sondern auch ein Karo. Das wäre durch das Regenerationsding, genau. So macht es für dich Spielen ja auch richtig Spaß. Ja, ist richtig gut. Wollen wir mal das Unkraut fällen hier? Ja, warte. Au. Ja, vielleicht nicht den Boss direkt. Soll geschehen. Ja, lass mal den Boss. So, ja, ich bin auch gerade am Boss. Mal geschafft, den Boss. Was ist das hier? Endlich habt ihr genug Samen. Spürt ihr, wie das Ungeheuer wächst? Vielleicht ist das. Hier könnte ich, glaube ich, gleich den Turm angreifen. Zeit für die Ernte! Erweckt mein Ungeheuer zum Leben! Der Morgen dämmert, Helden. Und nun müssen meine lieben Kinder hoch. Euer Ungeheuer verrückt. Ich würde mich an eurer Stelle beeilen. Die Wildnis. Da muss einer hin, oder was? Ja, das muss jemand nehmen. Dann renne ich doch mal hin. Wenn's keiner macht, mach ich's halt. Schließt euer Ungeheuer ins Herz. Glaubt mir, an ihm werdet ihr viel Freude haben. Hallo, Dora. Gut gemacht. Das Ungeheuer wird sich auf die gegnerischen Forts stürzen. Was kann ich denn jetzt hier? Buch der Sporenkönigin, dann alle generell in 35 Grad Pflanzen von sich verwandelt. Richtig cool. Hier ist Wachstum. Schauen wir doch mal. Und du kannst diese Gebäude vor allem einwurzeln. Das
sieht übel aus. Such dir schnell einen Heilbrunnen. Für Kalimdor. Das nenne ich Instandhaltung. Fehler ein Talent. Wieder ein Talent. Bringt hier einen. Schöne Heilung. Ich guck mal hier was. Die Nacht ist angebrochen. Ich liebe den Anblick meines Gartens im Mondlicht. Ja. Die sind eigentlich ein bisschen dumm. Also was die Auslöserate und so angeht. Okay, ich kann aber anscheinend nicht nur drei. Weiter angreifen! Schlachtet sie alle ab! Und erlangt meine Samen zurück! Besonders viel Heldenschaden habe ich bislang noch nicht. Möge die Wildnis euch aufnehmen. Ich hab den mit meinem Ultimate gerade getötet. Wie die Natur gebietet. Der Heilbrunnen ist da drüben. So soll es. Ich nehme kurz den Ruhestein. Ich komme gleich wieder. Das verfolgt mich ein bisschen arg. Stimmt, ich habe tatsächlich viel Heldenschaden. Richtig viel Heldenschaden. Aber ich habe keine Kills. Ich ziehe auch immer wieder zurück. Also Angst haben. Ich bin halt nicht besonders mobil mit diesem Panzer. Echt? Ist auch ein Belagerungspanzer. Hör mir gerade mal hier die. Das Belagerungscamp. Söldnercamp. Erstes, komm, wir holen uns beide einfach. Und den Unkraut lang. Ah, hopp! Such dir ein Talent aus! Noch mehr Schaden, wenn die weiter weg sind. Endlich habt ihr genugsam! Spürt ihr, wie das Ungeheuer wächst? Eure Überlegenheit wächst! Dieses Land und ich sind eins! Automatischen Schaden gegen Helden. Anscheinend habt ihr eine weitere Nacht überlebt. Wo ist die anderen? Er muss den Kerl erntet die Früchte eurer Bemühungen, Helden! Erweckt mein Ungeheuer zum Leben! Vielleicht ein neuer Wiederholung gleich. Ja, genau, wir pushen mal oben nochmal. Euer Ungeheuer verwelkt. Nimm erstmal hier das ich Ding. Ich würde mich an eurer Stelle beeilen. So, ich sage es nur ungern. Aber euer Gegner hat ein Ungeheuer. Ja, ja, unser Gegner hat ein Ungeheuer, wir haben auch eins. Sind die immer gleich stark? Es soll geschehen. Ausgezeichnet. Diese ja. Das Ungeheuer wird euren Gegner den Lebenssaft entziehen. Sind denn unsere Söldner schon? Sind die schon wieder weg? Ah ne, die einen Söldner haben wir nach unten geschickt. Ja, und der eine ist zumindest noch einer hier übrig. Okay. Ich mache den Rainer gleich zu einem. Das sollte Ihnen eine Lektion erlangen.
Kralle hat's geschafft. Festung zerstört. Oh, das war wohl persönlich. Euer Ungeheuer wurde getrennt. Wähle ein Tank. Für Kalendor. Das nenne ich Instandhaltung. Gut. Mehr Dunkel. Gut so. Mach dich zu klein. Die Nacht bricht erneut heran. Bald werden sich die Unkrautler wieder erheben. Blutrausch. Ja auch nie geschnitten Brot durchgegangen. Ihr habt eure Aufgabe gemeistert, Helm. <lacht> 19-1. Hast du? Nee, haben unsere Teams. Also das ganze Team hat 19-1, oder? Also deren Team hat genau einen Kill. Achso, hast du das? Nee, Sonja. Aber die hat auch gut ausgeteilt. Ich hab zum Beispiel auch wenig Heldenschaden gemacht. Du bist ja auch der Heiler. Ja. Achso, stimmt, Heilung habe ich 13.000 dafür, ja. Ne, ja. war schon ganz gut. Also dafür, dass ich so viel Heldenschaden gemacht habe, habe ich irgendwie verdächtig wenig Kills. Du hast genauso viel wie ich. Ja. Aber ich habe auch 8. Weil wir die immer zusammen gekillt haben. Ich hab auch 68.000 halt. Gebäudeschaden, ja. Ach, ja, sorry. Ich sollte vielleicht in der richtigen Zeile lesen, ja. Ja, ich meine, ich habe am Schluss ja mit, ich weiß nicht, mit dem großen Krieg erzählt, aber mit dem großen... Der zählt auch mit. Habe ich natürlich auch richtig viel Schaden gemacht. Also. Ja. Also ich wäre für noch eine Runde, da wäre ich ja noch zu haben. Nee, ich muss dann, ich habe jetzt Hunger. Ach Tobi, eine Runde noch. Nein. Jetzt erstmal essen. Nein, erst essen. Und danach bin ich weg. Ja, dann müssen wir das auf die Tage verschieben. Na gut, dann machen wir demnächst halt irgendwann mal wieder weiter. Merke ich mir. Dann eben bis zur nächsten Folge. Jo.